Geht wieder 45 Sekunden los. Minikraftware mit Minikraftmodal. Um 21.12 Uhr werden wir auf den Server scheinen. Und Fleischbraten. Gerade haben sie geschrieben, dass die Map jetzt verkleinert wird, weil Leute gestorben sind. Aber erst nach Server Restart, deswegen sind wir safe. Gott sei Dank. Mindestens sein. Gott sei Dank. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt, obwohl eigentlich... Wieso schreiben Leute noch in der Konfi noch 20 Sekunden? Ach ja. Okay. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 9. Manus, es läuft aber auch so. Oh. Hallo. Okay. Meine ist falsch, aber alle joinen zufällig gleichzeitig. Ja, weil Manu das so auch gecountet hat, wir haben es auch mal verglichen. War das jetzt deine PC-Uhr oder die Seite? Die Seite. Ach so. Okay, dann braten wir jetzt mal, oder? Auf dem Berg. Warum auf dem Berg? Weil wir die ganze Folge nichts zu tun haben. Und wenn jetzt da oben Feinde sind, dann sterben wir wenigstens cool. Auf dem Schneeberg. Winter is coming. Ha, Game of Thrones Anspielung, obwohl ich Game of Thrones noch nie geschaut habe. Geil. So. Oh, du hast Cobblestone? Ich hab 24 Cobblestone und eine krasse, werkige Bank. So, May. Ja? Guck mal, wo ich stehe. Ich hab da kurz vor der Kante mein Inventar geöffnet. Oh, bitteschön. Ich wäre fast gestorben. Ja, platziere den Dirtblock da wieder. Hä, hey, wofür eigentlich? Wir haben zwei Öfen. Ja, mehr also Öfen, gleich schneller. Ja gut, mache ich noch zwei. Einfach nur, weil du so nett gefragt hast. Habe ich Kohle? Ja. Ich nicht. So, welche Fleischsorte kommt in welchen Ofen? Mach du rein, wie du willst, ich ergänze dann. Oben links Schwein, Buh, Raummutton und Bunny. Okay, Bunny ist vielleicht ein bisschen schnell fertig, mach dann noch die Hälfte vom Schwein dazu. Ach. Was, sobald Bunny fertig ist, meinst du? Ja, wie viel Leder hast du? 5. Ich hab 3, heißt wir haben 8. Und wenn in der Kiste noch 8 liegt, dann haben wir 16. Von 32. Oh. Nee, von wie viel haben wir gebraucht? Ja, 32. Projekt Bücher klingt ja dann schon mal ganz gut. Nee, wir brauchen mehr als 32, wir brauchen 36. Ach Mann, da ist ein Skelett in der Rüstung. Ich dachte gerade, da unten steht schon ein Spieler. Oh, da unten ist ein Schaf. Und, pass auf. Da vorne sehe ich nämlich auch Dirtblöcke. Ja. In der Wiese. Schafe essen Gras und dann werden es wieder zu Dirtblöcken zum Beispiel. Ich kann doch nicht so weit weg, Motor. Hinten ist eine Hexe, da könnten wir dran sterben. Nimm mal das Kuhfleisch. Da sind überall noch Schafe. So, ich komme mal zu dir. Ja, ich komme gleich, ich mache nur noch die Schafe die ganze Zeit. Ja, aber ich will bei dir sein. Weil, sonst sterben wir. Können auch sterben, wenn wir beieinander sind. Ja, aber dann sterben wir wenigstens gemeinsam. Ach, das ist doch schön. Würden wir das Schaf da unten noch und das Schwein? Wir haben eh Zeit. Meinetwegen. Aber da rechts ist die Hexe, da will ich nicht hin. Wie teilen wir es wegen Essen auf? Ja, ich würde sagen... Nimmt jeder eine Tiersorte oder... Ja, ich würde sagen, jeder eine Tiersorte und Schwein halbieren wir, weil wir so viel Schwein haben. Okay. Und Hase ist ja eh ultra schnell weg. Ja. Hase kannst du behalten. Oh, hier ist noch eine Kuh. Hä, hier ist ein eine Spinne mit Unsichtbarkeitstrank. Ja, es gibt unsichtbare Spinnen. Ja, auf Schwierigkeitsgrad hart. So, kommst du? Ja, ja, die unsichtbare Spinne hat mir nur ein bisschen Angst gemacht. Da ist noch eine. Hab sie getötet. Man sieht die Augen. Ja. So, da ist ein Creeper. Noch eine Spinne. Und wieder hoch zu uns im Brateberg. Den bratenden Berg. Ich hoffe, es hat keiner unser Essen geklaut. Naja, ich glaube, davor töten sie uns. Außer sie haben auch kein Essen und rennen jetzt damit lachend weg. Wo war das? Da. Kuhfleisch.
Schafsfleisch. Gibst du mir das Kuhfleisch? Hast du nicht schon Schaffleisch im Inventar? Nein. Hä? Wer hat das Schaffleisch? Bitte? Unten links der Ofen. Guck, du hast das Schaffleisch jetzt im Inventar. Magie. Ja, ich hab's ja einfach zugeworfen. Ich hatte alles rausgenommen schon. In der Hoffnung, weil ich hatte halt Angst, dass jemand die Öfen klaut, dass ich dann schon mal ein bisschen was mitgeschleppt habe davon. Mann, das ist jetzt die dritte Folge von 5, ne? Ich glaube ja. Und es sind 2 Leute verreckt. Ach man. Manu meint, die Maro-Map ist nicht zu groß. Ja, wir müssen auf jeden Fall vom Rand weg. Ich habe keine Ahnung, wie sehr es verkleinert wird. Oh, ich habe schon wieder Muttern genommen. Entschuldigung. Ja. Macht nix. Ich habe auch das Fleisch. Das liegt eins vor deinem Crafting-Table. Ah ja. Bram, wo kommt eigentlich der Name her? Ja, die Leute wollen Bram töten, weil wir noch so einen zweiten Termin machen. So einen Amok-Termin. Oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall meinten sie, sie können mehr aufnehmen, wenn er stirbt. Ja, weil wir morgen dann nochmal 3 Folgen aufnehmen. Oder danach, nach der hier. Ich weiß es nicht genau. Hä? Nein, morgen Abend nehmen wir dann auch nochmal 3 Folgen auf. Deswegen soll Bram sterben, weil morgen Abend hat Bram keine Zeit. Deswegen wollen alle, dass Bram stirbt. Das versteht ihr auch den Running Gag, der hier die ganze Zeit läuft. Schafsfleisch, lecker. Aber ich habe gar kein Schafsfleisch. Schweinefleisch. Wie viel Schweinefleisch hast du? 14. Oh. Ja, bitteschön. Dankeschön. Wie viel hast du jetzt? 21. Okay, 20. Und 17 Kuhfleisch habe ich. Ich werde 19 Dings haben. Warte, dann kriegst du hier. Nein, ich nehme noch mehr Schweinefleisch. Nein, ich habe doch hier im Ofen. Nimm's. Ach, Mann. Ich möchte dein dreckiges Fleisch nicht. Das hast du schon abgeleckt. Das stimmt doch gar nicht. Mann, ich habe jetzt so viel Wolle im Inventar. Ich platziere mal wieder eine unserer Random-Kisten, die ich voll mit unserem Müll stopfe. Ja! Tu mal die Pilze und die Schüsseln weg. Na, ich weiß ja nicht. Ich würde die für schwere Zeiten behalten. Ich behalte einen Stack zum Bauen. Machen wir noch das rein und das. Und ich habe noch 9 Gold. Das hätten wir eigentlich auch direkt braten können. Haben wir noch einen Apfel? Hast du noch einen Apfel? Nee, die liegen in der Kiste am Spawn, also ist eh egal. Ja gut. Ja, ach, lass mich doch die Öfen nehmen. Ich habe doch eh schon einen. Ja, ich wollte nur die Kohle nehmen. Ja, die kannst du haben. Aufteilung hier. Ja, guck, da hat der Regen auch aufgehört. So, gehen wir wieder ein Stück in Richtung. Ja, jetzt, wo wir alles fertig gebraten haben. Mitte? Ja, komme. Willst gucken einfach ein bisschen weiter? Ja. Okay. Cookie, Mauder, Loki. Ja, ich finde die Map ist zu groß. Wenn nach 3 Folgen sich kaum Spieler getroffen haben, nur eine Begegnung zustande kam, ist die Map einfach zu groß. Wir wissen auch nicht, wie viele rumlaufen. Ich meine, wir sind ja auch 1,5 Folgen lang nicht rumgelaufen. Ach. Ach. Es ist nur so die Anfangsstimmung. Ach, du kannst sie ja anzünden. Stimmt. Ja. Ja, genau, schubst ihn ins Wasser. Ich hab gedacht, der eine Hit reicht. Ja, mit dem Schärfeschwert, welches du nicht hernehmen möchtest. Ich töte den Enderman. Enderperle. Oh, Enderperle. Jetzt kannst du fliehen, wenn ich getötet werde. Nice. Oder engagen. Oder engagen. Was gegen Leute, die extrem viel Pfeil und Bogen benutzen, eigentlich sogar ganz okay ist. Ja, aber ich weiß nicht, zwar jetzt Schaden. Zum Engagen. Ich hab vergessen, ich darf mich nicht auf nichts anderes konzentrieren, sonst verliere ich Maudado in einer Sekunde. Habt ihr schon verloren, tschüss. Ja, ich sehe dich doch. Ach, da bist du. Ich war sogar vor dir. Wieso hast du es nicht angezündet? Ja, weil, keine Ahnung, es verbraucht immer so viel Zeit. Und ich habe davor schon andere Tiere getötet. Ach, Mann. Die sind doch freundlich tagsüber. Ja, aber die können Strings verlieren und mit Strings können wir mehr Bögen bauen und unsere Bögen verbessern. Dann zünden wir sie halt an. Ja. Ja. Oh, sind wir schon auf der Ebene von der Mitte? Nee, doch, kann sein. Das ging aber echt schnell dann. Ist die Map echt nicht so groß. Ja, wir finden hier irgendwie niemanden. Kann man Wald anzünden? Hier ist noch eine Kuh. Hab genug Essen. Dankeschön.
Ich will dich nicht im Loch verlieren. Oh, jetzt habe ich ihn. Ich will noch ein bisschen den Wald anzünden. Haben wir jetzt schon nicht immer die Wälder an in jedem Projekt? Stimmt, das habe ich bisher immer bei Varro gemacht, ne? Ja. Keine Ahnung, ist irgendwie cool. Okay, jetzt kannst du wieder entscheiden. Ich habe meine 5 Sekunden Freiheit genossen und den Wald angezündet. Ach, ich weiß nicht. Eigentlich ist es Zeitverschwendung, wenn wir hier nur rumlaufen. Müssen wir eigentlich wieder minen. Oder mehr. Ach, da sind noch mehr Kühe. Perfekt. Töten wir die jetzt so oder zünden wir sie mal an? Töten. Geht schneller. Also doch. Ja, tut mir leid. Macht nix. Ist ja nicht schlimm gewesen. Ach man, wenn uns jemand tötet, hat er einfach Bücherregale. Ja, wir haben immer noch nicht genügend Leder. Und die Sache ist eine. Nicht genügend Zuckerrohr. Uns fehlt, glaube ich, noch so 30 Zuckerrohr. Ach. Also, wir hätten es noch einmal anpflanzen müssen, aber in den Folgen hier geht das nicht. Warte. Da ist noch eine Kuh. Okay. Jetzt können wir weiter in die Richtung gehen. Erstmal Modado folgen. Was schreiben die da im Chat? Wir sind oben. Wir fragen nur, wo Bram ist. Weil die ihn immer noch töten wollen. Leder. Mehr Kuh. Hier sind noch 2 Kuh. Oh, du hast kurz geleckt. Ja. Alles ganz gut, wenn alles leckt. Dann haben wir höhere Chancen gegen Minecraft-Profis. Hier sind noch mehr Kühe. Ob jemand anderes auf die Idee kommt, Bücherregale zu bauen? Denn wir wahrscheinlich ist es. Am Spawn auf. Ja, genau. Für alle. Jeder kann sie benutzen. Da hinten sind schon wieder Kühe. Ich glaube, in diesem Waldbiom gibt es richtig viele. Anscheinend. Da links ist noch eine. Nehme ich die linke. Jo. Ja gut, dann haben wir auch erstmal wieder genügend zu essen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Und wie viel Leder hast du? 21. 21 und ihr habt 13? Ja. Heißt, mit dem Leder am Spawn hätten wir jetzt genügend Leder. Jetzt bräuchte ich mir nur noch das Zuckerrohr aus dem Spawn. Oder wir töten aber noch Kühe, bis wir 8 Leder finden. Ja, aber dann haben wir immer noch kein Zuckerrohr. Das haben wir im Spawn gelassen. Also dann, bei der Kiste. Lauf mal weiter einfach in die Richtung. Und wir suchen einfach Wasserquellen. Ich meine, wir haben jetzt auch gerade so einfach nochmal Zuckerrohr gefunden. Das scheint nicht mehr so selten zu sein. Wir sind da, wo sind die? Keine Ahnung, da ist Wasser. Und Schweine. Eine riesige offene Fläche. Drück mal F3 und schau, ob wir Richtung. Nee, da ist die Wand. Da ist die Wall. Ach man, guck dir mal diese Schweinearmee an. Ach, ich brauche noch einen Wassereimer, fällt dem mir so nebenher ein, als ich mich aus Versehen angezündet habe. Ach so. Hast du einen jetzt? Ich habe einen Eimer, aber kein Wasser. Hier ist überall Wasser, deswegen frage ich ja. Ja, jetzt habe ich einen Wassereimer. Mann, hier kriege ich ja besser Essen als in Minecraft Leben. Nimm du. Ja, bist echt nicht groß. Keine Ahnung, natürlich hat einfach jeder Angst. Wenn ihr eine Folge findet, wo jemand im Boden eingegraben ist und sieht, dass wir oben drüber laufen. Ja, Zuckerrohr. Ja, aber wir brauchen. Warte, wie viel haben wir gebraucht? 9 pro. Wir haben 108 gebraucht. Ja, hier sind nochmal so 10 Zuckerrohr. Können es auch einfach hier anbauen am Rand und dann leben wir jetzt noch eine Folge danach hier am Rand. Das reicht, glaube ich, nicht. Das wächst, glaube ich, nach 20 Minuten ein Stück oder so. Ja, wir haben noch 2 Folgen. Das wären 30 Minuten, dann verdoppelt sich's nur. In der Zeit finden wir auch locker da hinten nochmal Zuckerrohr oder sowas. Ja, das ist Zuckerrohr. Ja, genau. Die habe ich ja gerade gemeint, deswegen habe ich es ja gesagt. Ach, ich dachte, das ist jetzt ein glücklicher Zufall. Ach, Simon schreibt immer so unterteilt, aber das mache ich irgendwie auch. Ich schreibe immer die Worte. Anstatt ganze Sätze. Ach, es wäre jetzt cool, wenn hier hinter so eine richtige Zuckerrohrplantage wäre.
Oh, da hinten ist wirklich Zuckerrohr außerhalb der Mauer. Buch? Bist du gerade an der Mauer? Ah, da. Guck mal, wenn du dich der Mauer näherst, wird dein Bildschirm am Rand rot. Ja. Die tötet einen aber nicht, wenn man sie berührt, oder? Nicht töten. Aber wenn man sich irgendwie drüber glitscht mit Servermods oder so, dann steht man da. Ja. Oder wenn wir rüber glitschen? Ja, wir sterben einfach durch die Barriere. Da laufen wir vom. Oh Gott. Er hatte mir fast die Füße angezündet, der Dado. Ist jetzt Folge 3 oder Folge 4? Folge 3. Aber wir sind jetzt Ende Folge 3. Bisschen weg ja. Von der Wand. Ich habe Angst vor der Wand. Oh. Ach, wo Dado. Ich guck mal hier kurz auf den Hügel. Schöne Aussicht, Schweine, ein Zuckerrohr. Okay, cool. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.